Auf der Trave, in der Marina auf der Halbinsel Priwall gegenüber von Travemünde, liegt die stählerne deutsche Viermastbark Passat als Museumsschiff. Der 1911 auf der Werft Blom und Voss Hamburg für die Reederei Leis gebaute Großsegler war zunächst als Frachtsegler zwischen Europa und Südamerika für den Salpetertransport eingesetzt. Während des Ersten Weltkriegs war das Schiff in Kiel interniert, kehrte 1921 nach Deutschland zurück und wurde als Kriegsreparation an Frankreich übergeben. Das es nur wenige Monate später wieder an die Reederei Leis zurückverkaufte. 1925 wurde die Passat zum frachtgehenden Segelschulschiff umgebaut. Wegen Unrentabilität des Salpetertransports verkaufte Leis das Schiff 1932 an den finnischen Reeder Gustav Eriksson, der die Passat bis zum Zweiten Weltkrieg für den Weizentransport aus Australien einsetzte. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Passat in Mariam auf den Aalandinseln stillgelegt und 1944 als stationärer Getreidespeicher nach Stockholm geschleppt. Nach Kriegsende nahm Eriksson die Weizenfahrten wieder auf. 1949 gewann die Passat noch einmal die Weizenregatta. Danach stellte Eriksson auf Dampfschiffe um und vercharterte die Passat als Lagerschiff an die britische Regierung. Als nach dem Ende des Chartervertrags die Abwrackung drohte, erwarb eine Interessengemeinschaft aus Lübeck die Passat und ihr Schwesterschiff Pamir und brachte beide Schiffe als frachtgehende Segelschulschiffe wieder für den Weizentransport aus Südamerika in Fahrt. Nachdem die Pamir auf dem Atlantik 1957 in einem Hurricane gesunken war, erlitt die Passat nur wenige Wochen später eine schwere Havarie in einem Sturm und ging ebenfalls fast verloren. Nach dieser Fahrt wurde das Schiff außer Dienst gestellt. Es drohte wieder die Abwrackung. Aber die Passat wurde 1959 von der Stadt Lübeck gekauft und am heutigen Liegeplatz am Priwallufer festgemacht. Zunächst wurde das Schiff Schulstätte der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule. Seit 1966 ist es Museumsschiff und internationale Begegnungsstätte. Die Passat ist zwar schwimmfähig, aber nicht mehr fahrtauglich. Der Zustand des Rumpfs des über 100 Jahre alten Schiffs lassen eine Fahrtnahme nicht mehr zu. Die Passat gehört zu den legendären Flying P-Linern der Reederei Leis vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Frachtsegler, deren Namen mit dem Buchstaben P begannen. Fast alle dieser Großsegler gingen verloren oder wurden abgewrackt. Nur die Passat, die Peking und die Pommern sind als Museumsschiffe erhalten. Die Padua ist seit 1946 als Segelschulschiff Krusenstern zunächst unter sowjetischer, seit 1991 unter russischer Flagge weiter in Fahrt. Die Länge über alles der Passat beträgt 115 Meter. Die Breite 14,40 Meter, der maximale Tiefgang 7,25 Meter und die Seitenhöhe 8,53 Meter. Das Schiff hat eine Wasserverdrängung von 6.280 Tonnen und ist mit 3.091 Bruttoregistertonnen vermessen, was fast 8.780 Kubikmetern entspricht. Die Tragfähigkeit beträgt 4.700 Tons deadweight. Die vier Masten tragen 34 Segel mit 4.100 Quadratmeter Segelfläche, was dem Schiff eine maximale Geschwindigkeit von fast 18 Knoten, was ca. 33 km pro Stunde entspricht, unter Segeln verleiht. Seit 1951 hat die Passat auch noch eine 900 PS starke Hilfsmaschine. Die Masthöhe
über der Wasserlinie beträgt fast 54 Meter. Ursprünglich kam das Schiff mit 35 Mann Besatzung aus. Als Schulschiff kamen dann noch 50 bis 80 Kadetten dazu. Die Baukosten betrugen 1911 ca. 680.000 Mark, was heute laut Wikipedia etwa 4,5 Millionen Euro entspricht.
Thank you.